Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es das neue Magnum Double Sunlover im Becher. Kokosnusseis verstrudelt mit einer Passionsfrucht, Mangosoße, 20% weiße Schokolade und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ab 6. Februar lohnt es sich im Supermarkt danach die Augen aufzuhalten und ob es sich wirklich lohnt, das erfahren wir jetzt heute im Test. Wieder mal farblich passend gekleidet. Das Eis ist wirklich sehr, sehr kalt. Ich glaube, ich lasse es gleich noch ein bisschen antauen hier frisch aus meiner Gefriertruhe. Hört mal, es raschelt so ein bisschen. Vielleicht sind es ja die Kokosraspeln von der weißen Schokolade, die das Eis hier als Topping abdichtet. Oder sind es die Mangostückchen? Ich bin gespannt. Ich mache es erstmal auf. Es ist wirklich saumäßig kalt. Aber passt ja auch prima zum Wetter draußen. Irgendwann kommt ja auch der Sommer. Aber jetzt ist es wirklich noch sehr, sehr kalt draußen. Nicht ganz so kalt draußen wie das Eis, aber mal schauen. Schaut mal, so sieht es hier oben auf dem Eis aus. Ach, wie geil ist das denn? Wirklich Kokosnussraspeln? Oder? Ach, und es riecht wieder so richtig schön fruchtig und weiße Schokolade. Ich lasse es gleich mal knacken, ihr Lieben, ihr kennt das. Ich drücke hier an den Seiten drauf und dann knackt es nach oben hoffentlich schön auf. So, ihr Lieben, und jetzt lassen wir es hoffentlich knacken. Ich drücke hier auf die Seite drauf. Oh, da muss der Guru noch ein bisschen mehr pumpen. Es ist noch ein bisschen zu hart. Mal schauen, ob ich das gleich hier im zweiten Anlauf hinbekomme. Ich habe mich entschieden, ich nehme jetzt einfach hier eine Gabel und haue hier mal so ein bisschen drauf. Uiuiui. Und dann lassen wir es einfach mal so knacken. Hier könnt ihr schon das wunderbare Eis sehen. Meine Güte, ich muss hier demnächst mit einem Stativ arbeiten, denn mit einer Hand kriegt man dieses massiv gefrorene Eis nicht so gut raus. Ui, so sieht's aus. Richtig schöne, dicke, weiße Schokolade, die sich hier gerade quer über meinen ganzen Aufbau verteilt. Die sammle ich kurz ein. Und dann kommt die Schokolade bzw. das ganze Eis in mein Schälchen rein. Hier könnt ihr die verstrudelte Soße sehen. Ihr könnt auch sehen, weiße Schokolade ist hier auch im Rand des Bechers und auch nochmal drin. Hier geht richtig die Party ab. Mein lieber Scholl, ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Oh Gott, schaut euch das mal an. Also weiße Schokolade-Fans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Es riecht einfach so lecker. Ich bin ja so ein Soßenkind, sage ich immer. Soße, Soße, Soße. Und vielleicht der einzige Mensch hier auf YouTube, der Eis mit einer Gabel isst. Und die Passionsfrucht, Mangosoße, die ich auch schon so im Stil Eis Magnum Double Sunlover gefeiert habe. Dominiert auch hier den Geschmack. Wie gesagt, es ist kein klassisches Vanilleeis, sondern Kokosnuss. Was steht hier drauf? Kokosnuss Rahmglacé. Ach ja, Kokosnuss-Eiscreme verstrudelt mit Mango-Passionsfruchtsoße. Ich habe die Schweizer Zutaten gerade gelesen. Rahmglacé, das klingt aber auch total toll in der Schweiz, oder? Richtig lecker. Die weiße Schokolade ist so geil, aber diese harten Stückchen oben, die sind zum Glück nur oben, die setzen sich direkt in der Zähne fest. Passt auf eure Füllung auf. Ui. Damit bin ich nicht ganz so ein Fan von, muss ich sagen, aber zum Glück ist es nur oben und nicht im Eis. Da geht's zahnfreudig mit weißer Schokolade
Und der Soße und dem Eis weiter. Und es ist immer noch fruchtig. Es ist lecker. Es ist toll. Stieleis hat für mir 9 Punkte bekommen. Dem würde ich gerne, kann ich nicht 9 Punkte geben, den gebe ich tatsächlich 8 Punkte. Einfach auch wegen der Anteile der Komponenten. Bei so einem Eis hat man ja mehr Schokolade. Hier ist wirklich sehr viel Schokolade dran, ne? 20% muss man sagen. Aber der Soßeneffekt ist in diesem Magnum Double Sunlover Stieleis noch viel, viel krasser. Und das crunchige Zeug hier oben drauf, das hätte ich nicht gebraucht. Das habe ich jetzt beim Magnum selber, beim Eis am Stiel, habe ich das nicht so als krass empfunden. Aber hier habe ich das Gefühl, dass mir das Kokoszeug, das klebt mir so an die Zähne. Da bin ich nicht bestreut mit 1% Mango- und Kokosnussstückchen. Ja, die Kokosnussstückchen, die sind im Guru zu hart. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das mal probiert, wie es euch damit geht. Deswegen gebe ich dem keine 9 Punkte, sondern in dem Fall 8 Punkte. Geschmacklich ist das nämlich ziemlich geil. Und die weiße Schokolade, die ballert wirklich komplett geil. Nur die Stückchen, ja, drücken das am, aber das ist ja auch nur oben. Wenn man da durch ist, wird es geil. Und deswegen 8 Punkte. Übrigens, 4,99 €, ist die unverbindliche Preisempfehlung. Hier oben kann ich euch empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Es wird noch verdammt viele geile Eisneuheiten dieses Jahr geben. Also bleibt dran, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!